Hi Leute, willkommen bei WK Investiert. Heute soll es mal um Wallets gehen, gerade was Bitcoin angeht. Ein paar Bitcoin-Wallets, um sich sein Geld auch online ein bisschen zu speichern. Ich weiß, es gibt da Möglichkeiten, auch Hardware-Wallets zu nutzen, Desktop-Wallets, sogar Paper-Wallets zum Ausdrucken. Also es gibt alles Mögliche. Ich weiß, dass auch viele nutzen dieses Ledger oder Trezor, je nachdem, da gibt es ja viele Hardware-Wallets, aber ich stelle euch jetzt hier mal ein paar Online-Wallets vor, weil die einfach für mich praktikabel irgendwo sind. Ich meine, klar, eine Ledger-Wallet ist zum Beispiel auch sehr praktikabel, aber ja, wenn du das Ding halt mal nicht dabei hast, dann bist du halt auch irgendwo der Idiot und kannst dann nichts machen damit. Und wenn du eine Online-Wallet hast, kannst du halt von überall, egal ob du was dabei hast oder nicht, klar, dein Handy hast du irgendwo immer dabei. Deswegen, also da kommt man auch überall immer ran. Von daher, ich bin da so ein bisschen Online-Wallet-Freund. Natürlich, Riesensummen würde ich da jetzt auch nicht liegen lassen, aber dann würde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch ein Ledger-Wallet nehmen, aber ich habe jetzt noch keine 50 oder 100 oder eine Viertelmillion oder sowas, dass ich da jetzt von größeren Summen sprechen kann. Von daher, ja, hier Online-Wallets nutze ich natürlich gerne. Ich will euch hier mal zwei vorstellen. Einmal die Blockchain.info. Man sieht hier oben Zertifikat hier von Luxemburg, also das ist eine luxemburgische Geschichte. Ja, meiner Meinung nach auch sehr sicher. Die haben ja auch eine sehr krasse Zertifizierung. Auch erstmal, wenn du dich einloggst, hast du einen bestimmten Code, denn es ist nicht irgendwie wie eine E-Mail-Adresse. Also schon das Einloggen ist schon relativ kompliziert gestaltet, finde ich gut, auch sicherheitstechnisch. Dann, wenn du dich quasi eingeloggt hast mit deinem Passwort, dann kommt erstmal eine E-Mail. Dann musst du die E-Mail bestätigen, dass du quasi den Rechner und den Browser authentifizierst, dass er das darf. Und danach gibst du noch diesen 2FA-Code ein von deinem Handy. Muss man natürlich alles einrichten, aber ich halte gerade Blockchain-Info für sehr sicher. Natürlich, du bekommst jetzt hier zum Beispiel bei Blockchain-Info kein Private Key. Das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil irgendwo, aber ich halte sie dennoch für sehr sicher und ich nutze es gerne zum Einsammeln und auch zum Lagern von meinen Bitcoins. Ja. Ich lasse euch mal hier einen kleinen Blick reinwerfen. Ich habe momentan hier ja, so um die 46 Euro drin liegen noch. Ja, also das ist irgendwo das, wo ich sage, ja, das ist eigentlich ganz cool. Man hat hier Sicherheit, man kann ja auch Bitcoins kaufen, aber ja, ich habe die hier noch nicht gekauft persönlich, weiß ich gar nicht. Ich lagere die hier eigentlich nur, weil es eigentlich ziemlich cool ist, weil man kann hier wirklich mehrere Adressen aufbauen. Man kann sich sogar ein Adressbuch anlegen, wo man sagt, okay, man hat eine Bitcoin-Adresse, wo man immer was reinbekommt und schreibt dort einfach eine Beschreibung rein, wie, was weiß ich, ich sage jetzt mal Schwester oder so. Dann weiß man, okay, das Geld, was da reinkommt, ist von meiner Schwester immer. Zum Beispiel, also klar, meine Schwester schickt mir jetzt keine Bitcoins, aber nur mal so als Beispiel. Das ist eigentlich ziemlich cool. Man kann das hier richtig schön verwalten. Man kann sich auch hier beliebt, also wie man möchte, hier sich Empfangsadressen geben lassen bis zum geht nicht mehr. Also es gibt da eigentlich, soweit ich weiß, hier kein Limit. Man kann für jede Zahlung eine neue Adresse nehmen, was natürlich auch wieder ein bisschen die Nachverfolgung ein bisschen erschwert oder ja, sehr, sehr erschwert. Deswegen finde ich das hier eigentlich sehr, sehr sicher, muss ich sagen. Genau, so viel dazu. Einmal. Und dann zeige ich euch aber noch, weil ich finde, Blockchain ist zum Versenden. Ja, von der Geschwindigkeit her finde ich es ein bisschen langsam, muss ich sagen. Ich finde es zwar sehr sicher und wenn es Versenden jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten gehen muss, ist Blockchain vielleicht nicht das Richtige. Aber dennoch, also ich bin sehr überzeugt, bei mir gefällt das Konzept und ich nutze das auf jeden Fall momentan auch vorrangig. Aber was auch die Private Keys angeht und die Geschwindigkeit und nochmal noch ein bisschen mehr Anonymität irgendwo, empfehle ich euch oder das heißt, empfehle ich euch, nutze ich selber, sage ich mal lieber so. Hier nehme ich BitGo. Das ist eigentlich ziemlich cool, ihr könnt euch auch mal anschauen. Die ist eigentlich recht interessant auch aufgebaut. Ich hatte euch ja in dem anderen Video Bitcoins kaufen und verkaufen auch Bitstamp vorgestellt. Die arbeiten in einer gewissen Weise zusammen. Hier unten sieht man es auch, Bitstamp. Und ja, das ist einfach irgendwo das, wo ich sage, gut, da ist schon ein bisschen mehr dahinter als wirklich nur diese Firma irgendwo und die arbeiten zusammen und das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Und man sieht hier, das ist jetzt das Backoffice und das ist auch sehr aufgeräumt und ziemlich einfach gestaltet. Also
Und hier hat man halt auch wirklich seinen, da kriegt man wirklich den Private Key. Man kriegt einen Restore Key, falls man irgendwas verliert, zum Beispiel, falls man das Handy kaputt geht und die Verifizierung geht nicht mehr und die ganzen Geschichten. Also man ist hier wirklich extrem, also noch krasser irgendwo abgesichert. Also hier auf dem würde ich wirklich sagen, hier kann man wirklich ein bisschen mehr auch liegen lassen an Geld. Natürlich sicher ist das alles relativ, weil ich meine, jeder weiß irgendwo, jeder kann sich irgendwo reinhacken. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Sobald du irgendwo online am Netz angeschlossen bist, bist du angreifbar in einer gewissen Weise. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich wollte hier ein paar Wallets vorstellen und ich finde diese hier mit von der Sicherheit her eine von den sichersten Wallets, Online-Wallets, die es so gibt. Es gibt da wirklich sehr, 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 sehr viele. Und ich stelle euch auch jetzt hier wirklich nur welche vor, wo ich sage, okay, da würde ich meine Bitcoins lagern. Ja, das wäre im Prinzip hier Blockchain und einmal BitGo. Die beiden würde ich nehmen. Seht ihr auch dann wieder den Link unten in der Beschreibung. Packe ich euch wieder mit dazu. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zu den Wallets. Ja, wie man sie kauft und verkauft, seht ihr bei mir in der Playlist bei BK investiert Tipps. Da ist noch nicht allzu viel drin, aber das sammelt sich so ein bisschen. Ich schaue immer, dass ich so ein bisschen so ein paar, ja, ich sag mal, Standardsachen nochmal hier veröffentliche. Ich werde auch mal vielleicht noch ein Video machen für eine Exchange, wirklich, wo man Altcoins auch traden kann und solche Geschichten, aber dazu später mehr. Jetzt soll es erstmal hier nur um Bitcoins gehen, um die Basics irgendwo. Und ja, guter Nachteil ist natürlich hier, gerade von der Seite, die hier ist ja wenigstens noch irgendwo auf Deutsch. Die BitGo ist leider auf Englisch. Also wer hier kein Englisch kann, sollte die Finger davon lassen. Weil ein bisschen Englisch sollte man schon können, wenn man sich hier registriert. Aber ich denke, es ist auch nicht schwer, mal ein paar Sachen zu übersetzen mit Google Translator oder sowas. Das ist auch nicht hundertprozentig, aber gut. Okay, das war es eigentlich soweit. Das sind die Wallets, die ich persönlich nutze. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie ein bisschen weitergeholfen und gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Videos haben wollt, abonniert mich auf jeden Fall. Dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Und dann wünsche ich euch noch was, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.